Liebe Schülerinnen und Schüler, trägt in der Klasse jemand Kopftuch oder Kippa und wird deshalb anders behandelt? Werden Mitschülerinnen und Mitschüler gehänselt, weil sie anders aussehen? Stellen wir uns vor, wie man sich fühlt, wenn man ausgegrenzt wird und ständig Sticheleien und Gemeinheiten ertragen muss. Toleranz heißt, offen für andere zu sein, sich auch in die Lage anderer hineinzudenken. Dann weiß man auch, niemand darf diskriminiert werden. Doch dieses Wissen allein reicht nicht. Man muss sich auch klar machen, wir wollen keine Diskriminierung. Nicht in der Klasse, nicht in der Schule, nicht in der Stadt und auch nicht in unserer Gesellschaft. Sagt Nein dazu. Natürlich, das ist nicht immer leicht. Man weiß auch nicht immer wie. Aber YouTube hilft euch dabei mit der Aktion 361 Grad. Ihr seid gefragt, euch Gedanken zu machen und mit deinem eigenen Video zu zeigen, wie kann man Toleranz und Weltoffenheit ganz konkret leben? Wie können wir diejenigen besser einbeziehen, die anders aussehen, anders denken und anders sprechen, aber trotzdem zu uns gehören? 361 Grad ist eine wunderbare Aktion. Ich habe deshalb sehr gern die Schirmherrschaft über diesen Wettbewerb übernommen. Und darum rufe ich alle Schülerinnen und Schüler auf. Macht mit. Nehmt ein Video auf. Zeigt damit, wie ein tolerantes Miteinander aussehen kann. Wie ihr euch unser Land ohne Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung vorstellt. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.